Deutschland ist das Land des Bargelds und der Girocards. Wir haben etwa 100 Millionen Girocards und 25 Millionen Kreditkarten. Zudem ist Deutschland das Land des Datenschutzes und Datensicherheit, wie kaum sonst auf der Welt. Und das hat die Banken auch etwas unbeweglich gemacht. Nun kommt Druck in diesen Markt hinein, durch Außenstehende, durch Nichtbanken, durch die Kunden selbst, die aus ihrem digitalen Alltag heraus flexibler agieren wollen, agiler agieren wollen. Das bringt die Banken jetzt dazu, sich zu bewegen und dem anzupassen. GFD geht davon aus, dass man sich in die Schuhe des Kunden stellen muss und diesen bankzentristischen Blick aufgeben muss. Die Bank muss effizienter werden, die Prozesse müssen einfacher werden und auf die Art und Weise kann man auch Anwendungen gestalten, die den Kunden interessieren und der Kunde nutzen wird. GFD bietet innovative Ideen an, Konzepte, die Umsetzung und auch die Wartung und Weiterentwicklung dieser Anwendung, die wir bauen.